Topfgucker TV empfiehlt. Ein herzliches Willkommen hier in Dresden-Striesen in der Weinkulturbar. Mein Name ist Silvio Nietzsche und vor 15 Jahren habe ich versucht, meinen Traum von Weinbar zu leben. Damals war eine Situation, wo es kaum Weinbars in Deutschland gibt. Es gibt immer noch viel zu wenige. Und ich wollte einen Ort kreieren, erschaffen, wo man sich mit Freunden, wo man sich mit Weinverliebten treffen kann, um Wein zu leben, Wein zu zelebrieren und diesen Weinbar-Charakter initiieren. Damals gab es eine Zeit, wo, um eine tolle Flasche Wein zu trinken, um eine tolle Weinempfehlung zu bekommen, musste man in ein meist hochdotiertes Restaurant gehen. Meistens ein großes Menü essen, um eben eine tolle Weinauswahl zu haben. Und genau das wollte ich umgehen. Ich wollte Wein einfach in seiner Natürlichkeit leben, wollte Wein erklären, wollte Wein lebendig gestalten. Und so entstand diese Weinkulturbar. Mir war immer ganz wichtig, dass die Weinbar selber ganz klein ist und dass wir, und das ist vielleicht so ein bisschen andersartig, dass wir keine Küche haben, sondern dass wir das leben, was Wein eigentlich besonders macht, die Natürlichkeit des Weines und eben in Form der Begleitung Käse. Wir haben uns für den Käse entschieden, weil Käse Aromlandschaften sind, weil Käse einen Tiefgang hat, wenn man mit Käse ähnlich wie beim Wein mit Reife arbeiten kann, mit Komplexität arbeiten kann, Käse und Wein kombinieren kann und da einzigartige Geschmackskompositionen erfahren kann. Und dabei sind wir geblieben, wir haben unseren Käse, unseren Wein, das ist zeitlos und so haben wir so manch einem jetzt in den letzten 15 Jahren schon wunderschöne Geschmacksmomente beschert. Natürlich vermutet man, dass wenn sich jemand intensiv mit Wein beschäftigt, dass er aus einer Weinlandschaft kommt, da aufgewachsen ist, schon in frühen Kindesjahren mit Trauben gespielt hat. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin in der Nähe von Berlin geboren, durfte dann im Alter von 4 Jahren auf eine der schönsten Inseln Deutschlands ziehen, nach Rügen und habe dort meine Kindheit verbracht. War großartig, ist aber natürlich nicht die Weinlandschaft schlechthin. Und habe im Alter von 16 Jahren meine Ausbildung zum Hotelfachmann begonnen. Damals, es war kurz nach der Wende, nicht auf Rügen, sondern ich bin nach Friesland gezogen und habe so meinen ersten Gästekontakt dort erfahren dürfen. Es war großartig, es war sehr prägend. Aber natürlich hatte ich dort noch keinen Weinkontakt. Und Wein war für mich so ein ganz fremdes Thema. Ich habe niemals einen Zugang zu Wein gefunden. In meiner ersten Anstellung nach der Ausbildung, da war ich relativ schnell Restaurantleiter, musste ich mich um den Wein kümmern, um die Weinkarte, um die Weinpräsenz im Restaurant. Und da hatte ich, und das war für mich ausschlaggebend, so meine ersten Weinmomente, wo man einen Wein probiert, den gleichen Wein am nächsten Tag probiert und merkt, wow, irgendwas passiert da mit dem Wein. Und ich konnte es mir nicht erklären. Und so waren meine ersten Barrieren beim Wein überwunden. Auch, dass ich gemerkt habe, jeder Gast reagiert unterschiedlich auf Wein und geht unterschiedlich mit Wein um, hat unterschiedliche Weinwünsche. Manch einer kann es nicht zum Besten geben, kann es nicht artikulieren. Und da ist meine Aufgabe, eben ihm das zu entlocken, seine Wünsche versuchen zu, eigentlich schon manchmal so ein bisschen zu erahnen und ihm einen schönen Weinmoment, ähnlich wie ich ihn damals in meinen ersten Erlebnissen hatte, zu bescheren. Und so entstand dann nach und nach meine aufblühende Weinliebe. Ich durfte es dann noch ein wenig intensivieren, durfte verschiedene Sterne-Restaurants, 1, 2, 3 Sterne-Restaurants in Deutschland begleiten, den Weinbereich dort auskleiden, durfte in verschiedenen Ländern tätig sein, in Holland, in Österreich, in Frankreich. Eine längere Zeit habe ich in Kalifornien verbracht. Eine meiner prägendsten Stationen war eins der damals renommiertesten Restaurants in Deutschland beim Dieter Müller, finde ich einer der Gastronomie-Persönlichkeiten schlechthin. Und dann irgendwann, nachdem man so in 13 Jahren 15 Mal umgezogen ist und dann des Umziehens auch so ein bisschen müde wird, kommt man zur Ruhe. Und so kam auch ich zur Ruhe, da habe mehr oder weniger meine Ruhe gesucht und habe gesagt, okay, eine Station dürfte es noch sein, eine neue Heimat für die Kinder, eine Heimat, wo ich den Traum leben kann, den ich über all die Jahre hatte, nämlich eine Weinbar aufzubauen. Und welches ist die interessanteste, die damals entwicklungsfähigste, potenteste, die attraktivste Stadt, die es in Deutschland gibt? Und das war für uns Dresden. Und so hat es uns nach Dresden getragen. Was mich beim Käse extrem fasziniert hat, ist, dass ich erleben durfte, dass Käse richtig lebendig ist. Ein lebendiges Produkt, das sich ständig entwickelt und dass man in dieser Entwicklung richtig greifen, schmecken und nachempfinden kann. Lebendigkeit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de